Hallo, ich grüße euch. Heute ist ja mein freier Tag und muss ich los. Ich möchte mir bitte Haarfarbe holen. Ich habe vor 2 Wochen gefärbt, die Ansätze. Kann ja nicht sein, dass sie so viel schon rausgewachsen sind. Da müsste ich ja Haare wie Rapunzel haben. Rapunzel. Jetzt werde ich mal ein bisschen teurere Farbe holen. Ich gebe nämlich meistens immer so zwischen 2 bis 5 Euro aus. Vielleicht liegt es daran, vielleicht muss man ein bisschen was qualitativ Besseres holen. Dann hält es vielleicht statt 14 Tage dann 20 Tage. Aber beim zweiten Haarwaschen ist die Farbe schon wieder rausgewaschen. Das möchte ich einfach nicht. Also sind wir ein bisschen unterwegs heute. Ja. Besser als zu Hause hocken. Eigentlich müsste ich zu Hause so viel tun, aber ich habe irgendwie gar keinen Bock und ich werde es einfach stehen lassen. Ist auch nicht schlimm. Das sind meine. Ich habe am Wochenende frei, dann kann ich eine Grundreinigung machen. Elisan, ich möchte, wenn wir jetzt gleich unterwegs sind, keine Diskussionen. Ja. Wenn ich sage, bei mir bleiben, das nicht machen, dies nicht machen, dann muss das funktionieren. Ja. Einverstanden, Nilay? Das gilt auch für dich. Ja, Mama, kauf mal, mach mal, gibt es nicht. Okay? Dann hoffe ich mal, dass das gut läuft heute. Ja. So. Diese Mentos, oh, die sind winzig. Mama, da habe ich auch Kaugummis. Wir haben doch Kaugummis gekauft. Mama. 1,25. Wow. So, das tun wir mal schnell ins Auto. Wo haben wir jetzt geparkt? Da vorne. Und dann gehen wir zum Marktkauf noch. Ja! Jude. Elisan, ich weiß, dass es hier für dich interessant ist, aber wir müssen jetzt weiter. Komm. Mama, darf ich nur ganz kurz was gucken? Ich hab hier keine Kamera. Ja, dann musst du fragen, Nele. Kannst du es dann bitte kurz tragen, weil mein Arm fällt gleich ab. Bitte. Du machst einen Witz. Dankeschön. Das gibt's doch gar nicht. Warum ist das immer so schwierig mit diesen Mädels? Scheidei. So, komm, wir gehen mal. So schön. So schön hier, ne? Das nehme ich mit. Im Twingo beschlägt morgens immer die Scheibe. Das nehme ich mit. Anti-Beschlagsspray. Ja, die Fenster sind ja gar nicht beschlagen. Ja, egal, aber dann auf die Innenseite von sauberen, fettfreien, trockenen Glasscheiben oder Spiegel sprühen mit einem weichen Tuch verreiben. Regelmäßig wiederholen. Das heißt, ich mache das jetzt. Ich habe hier ein Tuch und regelmäßig wiederholen, sagt die Gebrauchsanleitung. Weil das beschlägt immer. Weißt du? Dann machen wir das mal jetzt. Anti-Beschlag. Und dann wische ich das. Mal gucken, ob das was bringt. Ne? Mhm. Und nicht das Gegenteil auslöst, oder Nilay? Ja. Hat Rossmann zu? Ach nee, die haben auf, ne? Nee, Shampoo nicht. Ich meine Seife. Für deine Hände willst du. Hier, Paw Patrol. Seife. Nee, dann hol dir mal bitte Zahnpasta. Du hast ja nichts. Ne? Oder diese. Heldenpower. Ja, dann nimm mal Heldenpower. Dann nimm mal das. Hier, das bezahlen Mama, wir. Aber ich möchte Prinzessin. Was haben die da? Bis 12? Was ist das? Ah, bis 13. Hier, das kannst du doch nehmen jetzt. Komm, Elisan, Abgang. Na los, gehen wir jetzt. Wenn du auf Insta oder YouTube gehst oder TikTok, jeder trinkt das. Ne? Ist wirklich. Aber Eispumpen? Nee, da gehen wir jetzt nicht. Von JBL, Jörg. Die wird halten. Die andere gebe ich hier nicht. Das kann sogar sie benutzen. Ja. Ist mit? Gibt keine Streitereien, ne? Ja, doch gut.
Das ist eben ohne Wireless, geht ja da nicht. Genau, Hilfe. Mit Kabel. Ich habe extra Tyrese angerufen und das mit ihm geholt. 85 dB sagt er, ist okay. Ist für ab 3 Jahre geeignet. Ist nicht laut. Mhm. Ne? Ja. Für 25 Euro, Schatz. Mhm. Wo ist denn der Kassenbon dafür? Ah, nee, das ist in meinem Portemonnaie, falls wenn irgendwas ist, ne? Mhm. Schatz, komm mal Abendbrot essen. Ja, ich habe auch Baguette. Geht das? Geht das? Mann, ich habe eine ganze Tasche schon Brot gegessen. Du kannst auch gar nichts bekommen. Ach so, ja. Gar nichts ist auch eine Option? Ja. Ja, sensationell. Und ich habe mir Gesichtsöl geholt. Und Gesichtscreme, Schatz. Habe ich nicht gehabt. Boah, sieht ja aber toll aus, ne? Komm, 3-Euro-Ding da. Du, teurer brauchst du nicht. Davon werden die Falten auch nicht weniger. Nee, die werden eh nicht weniger. Ja, also. Da brauche ich mir auch nichts Teures kaufen. Der brauchst du gar nicht kaufen. Ich brauche Gesichtscreme. Wofür? Ich nix. Mein Gesicht spannt. Wie, du brauchst nix. Ich brauche Creme, Schatz. Du kriegst ja doch auch Gesicht, oder nicht? Nee. Ja, du vielleicht, aber ich brauche nee. Das. Brauchst du nicht. Da kommen noch mehr Falten. Ach, Quatsch. Ja, doch. Machen wir jetzt mal Schnelles. Barmi Goreng, oder? Mhm. Ich habe jetzt keine Zeit zu kochen. Keine Woche, also da machen Dings drin, Bohnen. Nee, ich habe extra geguckt. Das sind keine Bohnen. Das ist ja schön, dass du auf meine Gesundheit achtest und da sogar guckst. Ja, ne, Freund? Ja, da habe ich eine sensationelle Frau. Ja, das hoffe ich mal, dass du so denkst. Zeig mal deine Pompons. Da einmal. Und die anderen Pompons. Ey, guck dir das mal an. So, wir haben alle gegessen. Aber ich hatte eigentlich keine Lust. Aber ich werde es tun. Meine Haare färben, weil ich habe keine Lust morgen so zur Arbeit. So. Guckt euch das an. Das sieht nicht schön. Ich fühle mich, weiß Gott, nicht wohl. So, jetzt probieren wir den mal aus, ne? Vom Prinzip her gleich. Color Cream, also das kommt hier rein und das ist der Conditioner. Ich werde das im Kalender eintragen und gucken, ob das 3 Wochen hält. Einmal im Monat finde ich ja okay, aber alle 14 Tage. Ey, guck dir das an. Gott, das sieht doch nicht aus wie vor 14 Tagen gefärbt. Los geht's. Heute Bismillah. Mama? Bitte. Kannst du mal Prime probieren? Sehr, sehr delicious. Okay, ich muss das mal schütteln. Ich soll das probieren? Ja, das ist sehr lecker. Du verarschst mich jetzt bestimmt. Nein, wirklich. Hier. Da musst du mir schon im Mund geben. Alles, was gehypt wird, schmeckt zum Kotzen. Ja, das stimmt. Ehrlich, zum Kotzen. Alles, was sich nicht verkauft, schicken die in TikTok oder Instagram und verarschen die Leute. Ehrlich. Es ist nicht lecker, aber es ist auch nicht ekelhaft. Nee, ehrlich. Es, alles, was bei TikTok gehypt wird, ekelhaft bis jetzt. Ekelhaft. Ekelhaft. Oder? Sei mal ehrlich, Nile. Ja, okay, aber Taste jetzt von 1 bis 10. 0 minus 0,000. Ekelhaft. Kauft euch das Zeug nicht. Zeigt mal in die Kamera. Nicht kaufen. Attenzione. Aber es gibt noch einen Geschmack, ne? Ekelhaft. Lass mal Papa probieren. Frag mal, ob er probieren möchte. Das wird jetzt eine halbe Stunde einwirken und dann wasche ich aus, ganz normal. Und dann schauen wir das Ergebnis uns mal an, ne?
Wird wahrscheinlich schwarz sein. Heute legt der Papa sich schlafen. So, Küsschen, nicht meine Haarfarbe anfassen. Andere Seite. Und Papa, ganz viel lange Killi, ne? Kilimanjaro, Kilimanjaro. Morgen bin ich ganz schnell da. Ja, du versprichst mir, dass du wie letztens bei Oma ganz artig bist. Ja, ja. Ich doch, ich werde Oma fragen. Mama, ich esse da nicht. Das Wieso? Das eklige Ding. Nein. Oh, Frühstücken bei Oma, ne? Tschüss. Bis nächsten Dienstag. Gute Nacht. Bis wir arbeiten am nächsten Dienstag. Was ist denn am nächsten Dienstag? Ja, ich arbeite bestimmt, aber können wir ja trotzdem hin. Wann ist das? 5 Uhr? 16 Uhr. Ja, kannst du ja nicht. Ab. Egal. Ja, werden wir schon hinkriegen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Haha. Gute Nacht. Also ich bin mit dem Farbergebnis echt zufrieden. Alles schwarz. Wirklich. Sogar hier. Alles. Und was mich... Die Kopfhaut ist nicht schwarz gefärbt. Ja. Alles schwarz. Sieht richtig natürlich aus. Ich glaube, jetzt muss es nur noch 3 Wochen halten, wie es auf der Packung auch steht, dann bin ich zufrieden. Ne, also das Ergebnis finde ich toll. Ich habe es jetzt 40 Minuten wirken lassen. Ich bin zufrieden. Auch hier an den Ansätzen keine Farbreste. Also bei dem anderen, ne, ich hatte mir alles hier, die Kopfhaut, alles verfärbt. Aber Ergebnis top. So. So, ich bin auch jetzt mit allem durch, ne? Ich habe mir noch die Haare gewickelt. Bin auch richtig geschafft irgendwie. Obwohl produktiv heute nicht viel passiert ist. Morgen muss ich wieder arbeiten, aber zum Glück ist es morgen nicht so ein langer Tag. 12.30 Uhr habe ich Feierabend. Dann kann bei uns auch das Wochenende beginnen. Und dann sind auch die Ferien jetzt rum. Montag geht ja wieder die Schule los. Gott sei Dank, ne? Schule, Kindergarten. Ich hoffe ja mal, dass Elisan bis dahin wieder richtig fit ist, dass sie dann auch zum Kindergarten kann. Bei uns fängt der Kindergarten nicht am Montag an, sondern erst am Dienstag. Bis dahin ist ja noch ein paar Tage hin. Ja, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, mich zu unterstützen, damit wir wachsen. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!